Willkommen bei Pwnage Buy. Ich bin Bäuergleiter Syl, das ist Ricardo und Jenny ist auch mal heute da, aber leider ohne Sound. Richtig. Einen wunderschönen guten Tag. Zum dritten Mal heute, glaube ich. Wir zocken heute mit unserem wunderschönen Pwnage Buy Accounts. Ja, mit unserer hier, ne, mit unserer Gast, mit unserem Gastauftritt kann man schon fast sagen. Ja, yep, mit unserer Jenny. Genau. Unser Maskottchen. Unser Maskottchen ist hart, ey. Sie äußert sich schon gleich dazu, das ist ganz yep. Nett. Na Jenny, runter, komm, kommst du? Komm, Jenny, komm. Go, go. Jenny, komm. Langsam. Yep, Jenny hat selber Schuhe gekauft. Oh, wie graziös sie übers Spielfeld wandert. Nicht wundern, das wird jetzt auch öfters ins Video kommen. Aber Peter ist auch dabei, um schöne Gastkommentare zu machen. Ja. Peter, sag doch mal, Piep. Hallöchen. Oh, ja. Da ist der Peter, eiskalt. Ja, da kenne ich ja nichts. Eiskalt in seiner Welt. Ah. A little Poppy und a little Vladimir. Auf wen gehen wir? Auf Poppy. Vladimir hat garantiert Dings geskillt. Ja, dann Attacke. Und Instant Attacke auf Poppy. Attack! 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 War ja klar. Das war dumm. Ja, das war eisenhart dumm. Ricardo, du haust voll ins Mikro rein. Ja, Entschuldigung. Oh. Ja, ich gehe dann mal nach oben, ne? Ja, klar. Darfst du ganz alleine unten mit Jenny sein? Das hat doch auch was. Ja, selbstverständlich. Jenny, ich deck dich immer von hinten, keine Sorge. Oh Mann, ey. Sag da jetzt nichts zu. Aber sie, haha. Du hast leichtes Spiel, du darfst gegen Ash antreten. Ach scheiße, ich hab Lags. Wie sich eiskalt gerade fertig macht, die Ash. Ich hab Lags. Kommt mir doch alle zur Hilfe, Lags. Boah, wie ich noch mit Geist weg. Die hat dich, oder? Eiskalt. Oh scheiße, ey, meine FPS hat die oh. Fuck. Bin ich tot? Sorry, Ricardo, halt ihn jetzt. Ricardo, lauf weg, Hilly, lauf weg, Ricardo, lauf weg! Lauf weg, Ricardo! Los! Na, Poppy? Ja, wie ich leider kein Mana mehr hab. Sorry, Jenny, ich komm jetzt wieder zu dir runter. Keine Sorge. Ich bin gleich wieder bei dir. Scheiße, ich hab schon wieder so beschissene Leitung gerade. Ich bin leider immer noch ein bisschen heiser. Ich hab leider immer noch ein bisschen heiseren Syl. Ja, super, ey, das bringt so Spaß. Ja. Jetzt hast du dich trotzdem bumsen lassen. Mike, ich lecke. Hör mir doch mal zu, Mann. Ja, was leckst du denn? Alter, ein Eis, weißt was ich? Auf jeden Fall lecke ich. Ah. Das passiert da. Das, was wir da jetzt sprechen, ist nur aufgenommen, wenn du das gerade willst. Nee, es wird aufgenommen. Es wird aufgenommen, alles Peter. Jede Frage. Das ist aber, das ist schon wieder voll versaut durch dummen Lecks, ey. Dummer Scheißdreck hier, ey. Peter, wenn du willst, kannst du dir auch gerne mal ein paar Videos angucken. Wenn du Spaß dran hast, ey, die sind auf jeden Fall recht lustig. Der eine findest du lustig, der andere nicht so. Hier sind Mist, was soll ich sonst? Poppy und Dix sind Miss. Nee, Ash ist da, aber Poppy ist Miss. Boah, ich schick dir mal. Oh. Oh. Jenny, das machst du richtig gut. Immer schön einmal anknallen, ey. Und weiter. Die kriegen da richtig Angst vor dir und Respekt. Pass auf, Poppy kommt gleich. Nee. Fräulein. Nicht mit mir. Schönes Ding, ein bisschen zurück, Jenny. Wollte ich gerade nur episch rächen. Was, ist Jenny tot? Nee. Nö. Aber hier hat's... Die stirbt nicht so leicht, die kann... Da bin ich sehr froh drum. Jenny, ich gehe ganz kurz einmal in die Stadt einkaufen. Ups. Mach keinen Risk. Oh, lame, ey.
Hier bitte schön, Peter. Ich habe dir mal den Link geschickt. Das ganze Kanaldesign kommt alles von uns. Ja. Oh, Jenny, ich komm gleich. Uiuiui. Man soll ja auch nicht zu früh kommen, ne? Wenn du gleich kein Mana mehr hast und eiskalt schon Level 5 bist. Sie ist schon genau das gleiche Level wie ich, what the fuck? Ja, guck mal, wie ich deine Schwester... Und jetzt gibt's mir eiskalt Mana, dankeschön, Jenny, das ist sehr nett. Aber leider war meine Mana-Liste voll. Ash is miss. Och, die Poppy. Tschüss, Poppy. Lalala, Fräulein. Oh, ne. Oh, leck mich doch. Ich hab mich gerade verdrückt, sonst hätte ich ihn bekommen. Das ärgert mich gerade sehr. Muss ich dazu sagen, es ärgert mich gerade wirklich sehr. Digga, und die Python tippt er da ein. Ich fass es nicht. Natürlich, Peter. Natürlich. Ich bin roter Meerjogger, Peter. Wie Ritter der Kokosnuss errichten. Ja. Wir einigen uns auf Unentschieden. Oh ja, das stimmt. Na, die kleinen Asovasallen wieder, ey. Ashes Mist, nee, doch. Oh, wunderschön. Jetzt hat mir gerade der blöde Vladimir den Ulti draufgerückt. Ja, Poppy, von der Jenny lässt da mal die Finger. Das ist meine. Ich muss leider wieder einkaufen gehen, Jenny. Ich bin gleich wieder da. Ash ist Miss. Jo, klar. Oh, Jenny, oh, ja, das schaffst du aber noch. Ich komm vielleicht noch rechtzeitig. Ich komm noch rechtzeitig. Eisenhart, Jenny, wie ich dich noch retten werde. Oh, siehst du. Die haben mich gesehen und instant Angst bekommen. Geh dich mal voll heilen und einkaufen. Ash ist Miss. Jo, klar. Ich muss dazu sagen, wir sind gerade hier Pwnage bei später Stunde. Ja. Einige sind schon etwas müde, aber wir zocken eiskalt für euch weiter. Auf jeden Unsere Fall. Lieblingsabonnenten. Nochmal vielen, vielen Dank an Vertus. Also, ja. Du hast echt gerockt in dem Spiel. Das werden auch einige Leute noch sehen. Auf jeden Fall, das war nicht schlecht. Also so viele Kills, die du mir eiskalt vorbereitet hast. Digga, du bist so ein Sabbelfreier, Alter. Hier, Ashes Miss. Ja, ich hab grad einen Pfeil von dir abbekommen. Wieso bin ich jetzt ein Sabbelfreier, Peter? Erstmal hörte ich jetzt doppelt quatschen, ey. Und alleine in den Kriegszeiten sind die Franzosen die größten Abnehmer von Laufschirmen. Der ist gut. Der ist echt gut. Ah, oh, freut mich, dass dir gefällt, Peter, ey. Oh, schön angebetet, Jenny. Richtig grazil. Natürlich. Oh, was ein Trottel, wie er es eiskalt verbraucht hat. Scheiße. Das war leichtsinnig von mir, muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Poppy oben aus dem Gebüsch gestürmt kommt. Jetzt hätte ich jetzt Vladimir eiskalt bekommen.
Aber Jenny spielt schön sicher und sehr safe, muss ich sagen. Respekt. Ja, auf jeden Fall. Ash gut. Kommt runter. Ja. Nee, nee, Fräulein. Oh, fuck. Luft. Immer schön weiterlaufen. Ich hole sie trotzdem noch. Mike, kannst du nach oben rennen? Nee. Warum? Ach so, nee, du überlebst, okay. Ja, kannst trotzdem runterkommen, wenn du möchtest. Ein paar Kills ab. Ja, Wladimir kannst du instant holen. Das nennt man gerade Teambash, meine Damen und Herren. Ja. Eisenhartes Teambash ist das. Auf jeden Fall. Ohne Jenny hätten wir das nie geschafft. Nee. Ich wäre fast im Wasser gestorben. Ich vergesse immer wieder, dass ich das Runenbild hier auf dem Account noch gar nicht drin habe. Oh Mann. Oh, Ricardo, stirbst jetzt nicht, oder? Nö, ich hab doch meine Blutlauche. Oh, das ist sehr, sehr schön, Ricardo. Ich hol mir mal erstmal den Seelenstähler. So arrogant bin ich. Aber auf jeden Fall, so muss das sein. Der Wladimir, ich muss ganz ehrlich sagen, der gefällt mir richtig. Der Wladimir macht auch wirklich immer Spaß. Der ist so cool, ey. Ich spiele gerade gegen richtigen trottligen Wladimir, muss ich sagen. Der benutzt seine Pfütze immer zu falschen Augenblicken, sodass ich genug Zeit habe, um ihn fertig zu machen. Oh, schönes Ding, Jenny. Eiskalt verlangsamt. Dankeschön. Du bist echt ein Schatz. Das hast du zu mir noch nie gesagt. Wie Jenny macht. Peter, du machst dich aber auch nie so nützlich wie Jenny. Oh ja, dankeschön. Ja, bitte. Die Wahrheit muss ausgesprochen werden. Ash is missing. Ich kann Kritik ja. Nee, da ist sie wieder. Yep, wir sind gerade eiskalt durch den ersten Tower gepusht. Ah, gut. Team Ponage gewinnt wieder. Team Ponage obsiegt immer. Natürlich. Wie sie eiskalt ihre Ulti verschießt. Oh, Wladimir kommt. Ein bisschen zurück, Jenny. Und die Edge kommt, glaube ich, auch, weil die ist Mist. Wir wollen ja hier dem gegnerischen Wladimir nicht den Eindruck vermitteln, dass er nicht ganz so nutzlos ist. Was er leider ist. Aber doch wirklich ein Sinn auf diesem Spielfeld hier. Er feedet mich schön. Schon 5 Kills überlassen, der Wladimir. Das macht richtig Laune.